Für meine nächsten Gäste, da muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Zwei Österreicher lernen einander beim Bundesheer kennen und beschließen als Hobby gemeinsam Bücher zu schreiben. Gut, gesagt, getan, und bald darauf wird eine ihrer Ideen aufwendig international verfilmt und wird ein Riesenerfolg. Gibt es nicht, sagt sie. Naja, dann haben sie wahrscheinlich die Wikinger-Saga Northmen im Herbst im Kino versäumt. Und gleich sind jetzt beide Autoren bei mir, aber vorab ein paar spektakuläre Szenen aus dem Film. Wo sind wir? Nicht in Lindisfarne, so viel steht fest. Valhalla! Mein König, wir wurden von Wikingern angegriffen. Was haben wir denn hier? Sie wurde gefangen genommen. Wenn ihr meine Tochter unbeschadet zurückbringt, werde ich euch fürstlich belohnen. Lasst uns jagen! Ihr habt keine Vorstellung, wozu mein Vater fähig ist. Umsitzen! Wer seid ihr? Nicht übel für einen friedliebenden Mönch. Sie kommen. So soll Feuer vom Himmel regnen. Los in den Turm! Jetzt begrüße ich beide Drehbuchautoren bei mir sehr herzlich, nämlich Bastian Sach, herzlich willkommen. Hallo, danke. Und Matthias Bauer. Hallo. Hallo. Ein Tiroler und ein Wiener, einander beim Bundesheer kennengelernt. Wie ist es eigentlich, wenn man so seine Figuren, die man da geschaffen hat, plötzlich auf einer Riesenleinwand sieht? Wie ist das Gefühl? Naja, es ist natürlich sehr, sehr spannend, ja. Weil während des Schreibens hat man natürlich die eine oder andere Idee oder stellt sich schon Szenen oder Figuren vor. Wie werden sie ausschauen oder wie schauen sie für einen aus? Und wenn sich das dann natürlich trifft, dann ist das sehr spannend und sehr schön, ja. Manchmal ist es auch genau das Gegenteil, dass man überrascht ist und man merkt, es funktioniert trotzdem. Ja, lustig. Wie viel kann man da noch mitreden als Drehbuchautor dann bei der Umsetzung des Filmes? Fast nicht mehr, oder? Naja, es ist so, wenn der Film einmal angefangen hat, wenn er gedreht wird, dann, außer man ist am Set, hat man eigentlich nicht mehr viel zu mitreden. Aber davor ist es natürlich so, dass alle Beteiligten, das ist ja beim Film, alle reden mit, vom Regisseur, Produzent, Schauspieler, alle haben ihre Notes, ja. Und dann diskutiert man das aus und kann sich als Autor natürlich noch einbringen. Also es ist so, man kann durchaus, man schaut sich das an und sagt dann, okay, das macht den Film besser, das ist okay, das ist vielleicht nicht so ideal, da müssen wir drüber reden. Im besten Fall wird es auch akzeptiert. Also in unserem Fall war das so, dass die Zusammenarbeit sehr gut war, dass also auch Produktion, Regie alle an einem Strang gezogen haben und das bestmögliche Produkt wollten. Aber wie war das bei Ihnen? Also Sie haben sich beim Bundesheer kennengelernt und dann hat man Sie gleich zum Tisch gesetzt oder haben Sie sich einmal ausgetauscht, mir gefallen die Filme gut oder mir gefallen die Themen gut? Wie ist das entstanden? Naja, eigentlich ist aus einer Freundschaft entstanden. Also wie gesagt, wir waren 92, 93 in der gleichen Einheit. Und von dem her war mal eine grundsätzliche Sympathie da, weil wir beide die gleichen Filme mochten. Also wir mochten gern, ich sage jetzt mal, Hollywood-Produktionen, wir mochten gerne Horrorfilme. Zur damaligen Zeit noch sehr schwierig zu bekommen, alles nur VHS und geschnitten und so weiter. Und eigentlich hat sich dann bis ins Jahr 2000 mehr oder weniger eigentlich nur unter Anführungszeichen eine Freundschaft ergeben. Ja, wir sind halt ab und zu hin und her gefahren, haben halt Urlaub gemacht oder sind auf ein Bier gegangen gemeinsam. Und erst dann haben wir gesagt, naja, warum wollen wir nicht probieren, etwas Gemeinsames auch sozusagen aus unseren Interessen zu machen und zu verwirklichen. Ja. Und das ist ja nicht einmal so leicht, weil Sie gehen ja beide ordentliche Berufen jetzt nach, ordentlichen Berufen. Das heißt, Sie sind Herr Bauer... Ich arbeite bei der Erwachsenenbildung in Tirol. Sie sind bei der Erwachsenenbildung. Genau. Sie jetzt? Ich bin Künstler, also ich mache Regie. Sie kommen aus der Ecke. Teilweise schreiben, ja, Grafik. Kommen eigentlich auf der Grafik. Okay, Sie kommen aus der Ecke. Und wie schaut jetzt die Zusammenarbeit zwischen einem Tiroler und einem Wiener aus? Treffen Sie sich und setzen sich einmal in ein Kaffeehaus und skizzieren da Ideen oder übers E-Mail-Gefühl? Naja, also beim neuen Projekt, ob das jetzt Buch oder Film ist, okay, treffen wir uns meistens einmal einfach persönlich, ein, zwei Tage und kreieren eine Story. Und wenn das Gerüst einmal steht, dann geht er wieder nach Osten, die wieder nach Westen und wir setzen uns hin und schreiben die Sachen und schicken uns das gegenseitig, überarbeiten das, skypen, telefonieren, mailen, so lange, bis uns das passt und dann, also so läuft das, die Zusammenarbeit sehr gut, man muss sich also gar nicht persönlich so oft sehen. Bis es jedem eigentlich passt. Das ist von uns auch immer das Motto gewesen. Also man muss halt sein eigenes Ego hinten anstellen. Und wir haben immer gesagt, für uns zählt das beste Argument, was für die Geschichte, fürs Buch oder für den Film halt am besten ist. Ja, und da macht es keine Rolle, ob mir Rot besser gefällt und dem Matthias Blau, sondern es geht darum, warum hat die Farbe jetzt beispielsweise einen Sinn oder nicht.
und das bessere Argument zählt und dann wird es genommen. Ja? Wenn nicht, kill your darling. Ja, da werden Eitelkeiten einfach ausgeklammert und es geht um, die, um das Endprodukt. Sonst einfach würde man nur über unsere Rechtsanwälte kommunizieren. Aber Northman ist jetzt nicht Ihr erster Film. Nein. Oder erstes Werk. Das ist, also wir haben davor das Drehbuch für den One-Way-Trip geschrieben. Das war ein 3D-Horrorfilm, Co-Produktion Schweiz-Österreich. Das war so unser erster größerer. Mhm. Und der Northman ist der zweite. Und jetzt natürlich diese Trilogie, sage ich jetzt, Morbus Day. Da ist ja mittlerweile auch schon so weit, weil Sie haben mittlerweile, habe ich gelesen, einen Agenten in den USA sitzen, in Los Angeles. Und der versucht es jetzt natürlich auch dort wieder in Bahnen zu bringen, dass es verfilmt wird. Wie schaut das aus? Also gut schon? Bei uns war es so, das Projekt hat sich lustigerweise auch eigentlich aus einer Drehbuchintention von uns ergeben. Wir wollten ursprünglich ein Drehbuch schreiben und dann einen Film dazu machen. Dazu ist es nie gekommen. Und die Idee hat uns aber trotzdem so gut gefallen, dass wir gesagt haben, probieren wir es halt, einen Roman rauszubringen. Ja, und aus dem einen wurden dann drei. Ja. Und die Rezensionen und die Publikumsreaktionen auch von den Kritikern waren eigentlich so gut, dass der Verlag jetzt die drei Teile ins Englische übersetzen ließ. Und wir jetzt daran sind, das in Amerika zu pitchen und hoffentlich dort auch landen. Ja. Also ich halte Ihnen ganz fest, ich finde das ungeheuer toll. Mhm. Bravo, bravo. Weiter so und weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Danke, dass Sie da waren. Dankeschön.